Also mein Name ist Carsten Niemann, ich bin Biobauer hier in Ritzleben und kenne Rebecca eigentlich schon seit über 30 Jahren aus dem Widerstand gegen die Atomanlagen hier in Gorleben. Wir haben viele gemeinsame Aktionen miteinander verbracht. Ich habe sie bei vielen Gelegenheiten als kämpferische Mitstreiterin erlebt. Und bin eigentlich auch ein bisschen froh, das zu sehen, wie sie jetzt über diese 30 Jahre ihren Weg gegangen ist. Was ich besonders an ihr schätze, ist, dass sie geradlinig geblieben ist, dass sie sich nicht angepasst hat an irgendwelche opportunistischen Strömungen und dass sie sich in diesem Politbetrieb nicht wesentlich verändert hat. Also dass sie den Ideen oder den Grundzielen, die wir haben, die uns am Anfang mal zusammengeführt haben, dass sie denen treu geblieben ist und sich nicht wie ein Wendefähnchen nach opportunistischen Gesichtspunkten mal hier hingeschlagen hat und mal dahin geschlagen hat. Also sie ist für uns hier im Widerstand einfach eine konstante Größe, eine verlässliche Größe. Und ich weiß, dass sie da auch in ihrer eigenen Partei ab und zu Probleme mit hatte, mit ihrer Gradlinigkeit. Aber das ist genau das, was wir natürlich hier, oder was ich persönlich auch an ihr schätze.